Guten Tag, mein Name ist Tim Grother. Ich bin Geschäftsführer bei Nabatherm und ich heiße Sie sehr, sehr herzlich willkommen in unserer Nabatherm Ofenwelt, die ich Ihnen gerne gemeinsam mit meinen Kollegen heute näher bringen möchte. Wir entwickeln und produzieren seit mehr als 75 Jahren hier am Standort in Norddeutschland Industrieofenanlagen für unsere Kunden weltweit. Damit gilt beides. Wir sind einerseits deutscher Maschinenbauer, produzierend hier in Deutschland, gleichzeitig Global Player in den für uns relevanten Absatzmärkten. Hier am Standort in Lilienthal-Bremen verfügen wir über mehr als 25.000 Quadratmeter Produktionsfläche, die wir für unsere Kunden zur Anwendung bringen. Guten Tag, mein Name ist Frank Bartels. Ich bin seit vielen Jahren als Vertriebsleiter bei Nabatherm tätig. Nabatherm ist zum einen Anbieter von Serienöfen für die Bereiche Arts und Crafts, Labor und Dental. Als zweites wichtiges Standbein bedienen wir zudem weltweit unsere Industriekunden in vielen unterschiedlichen Branchen. Wir sehen uns als Partner unserer Kunden und entwickeln gemeinsam mit ihnen auf den Prozess zugeschnittene Öfen und Ofensysteme bis hin zur vollautomatischen Thermoprozesstechnikanlage. Unsere Kunden sind in vielen verschiedenen Industrien zu Hause, wie zum Beispiel der Wärmebehandlung von Metall, der Gießerei, der Keramik- und Glasindustrie oder der Kunststoffindustrie. Natürlich bedienen wir auch spezialisierte und innovative Kundengruppen wie Hersteller von Faseroptik, Brennstoffzellen oder der additiven Fertigung. Unser hochwertig besetztes Team im Vertrieb nimmt die Prozesse unserer Kunden auf, begreift diese und entwickelt kundenindividuelle Lösungen, die direkt in den Fertigungsprozess integriert werden können. Neben unseren Vertriebsniederlassungen in Europa, USA und China haben wir weltweit enge Partner und Händler, welche ortsnah eine professionelle Beratung garantieren. Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden im Lifecycle-Management zu unterstützen und in der Nutzungsphase unserer Öfen zu begleiten. Mein Name ist Stefan Becking und ich bin Leiter unserer Serviceabteilung. Nabatherm verfügt über ein großes Netzwerk an Serviceaktivitäten mit Serviceteams, die weltweit für uns im Einsatz sind. Zudem ermöglicht unser ausgefeiltes Ersatzteilmanagement auch für ältere Anlagen nach langer Nutzungsphase unverändert Ersatzteile liefern zu können. Mein Name ist Henning Dahl und ich bin technischer Leiter bei Nabatherm. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden stellen wir zum einen dadurch sicher, dass die komplette Wertschöpfungskette in unserer Firmenzentrale in Lilienthal in unserer eigenen Hand liegt. Und zum zweiten durch den Einsatz moderner IT-Systeme und Konstruktionstools bei der Auslegung und Fertigung unserer Öfen. Mit unserem 70-köpfigen Team in der Konstruktion und Entwicklung, bestehend aus Ingenieuren, Chemikern und Physikern, und durch Versuche in unserem gut ausgestatteten Testzentrum unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung neuer Produkte und Prozesse. Unser Ansatz ist es, die Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und immer die beste Lösung zu finden. Wir sind erst dann zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einige gute Eindrücke über unser Unternehmen Nabatherm vermitteln und auch über unsere Leistungsfähigkeit. Die Basis unseres Erfolgs, das ist die konsequente Orientierung an den Belangen unserer Kunden einerseits und ist andererseits die Fokussierung auf die Realisierung dieser Problemlösungen durch unsere eigenen Mitarbeiter. Der Charakter des Unternehmens ist eine solide Basis als Familienunternehmen mit einer konsequenten Weiterentwicklung dieses Unternehmens. Das streben wir auch weiter an. Wir investieren dafür auch in unseren Standort. Das betrifft sowohl die Infrastruktur als auch unsere Mitarbeiter. Ein wesentlicher Baustein dabei ist auch unsere eigene Ausbildung. Wir bieten sowohl für die kaufmännischen und gewerblichen Berufe als auch Universitätsabsolventen hier eine solide Basis für eine Karriere. Und viele Mitarbeiter unseres Teams haben diese Chance auch konsequent ergriffen. Wir sind stolz auf das Erreichte, aber wir sind gleichzeitig freudig auf das, was uns in der Zukunft erwartet. Und auf die Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse und ich danke für Ihr Zuhören.